Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Vaya Billions mit mir, Isay von Orange Force. Letztes Game lief nicht so geil, da waren die Spawns ein bisschen schlecht, ich war ein bisschen langsam, aber das ist ja egal, wir lernen daraus, ja? Wir lernen daraus. Ich hatte das letzte Mal zu schnell, zu viel expandiert, deswegen konnte ich meine Ressourcen nicht umsetzen in Einheiten. Aber daraus haben wir jetzt gelernt. Wir behalten genau die gleichen Einstellungen. Diesmal gewinnen wir das. Wir werden das überleben. Okay, da sind wir. So. Hier unten gibt es gratis Geschenke für uns. So, der Angriff dürfte ja soweit eigentlich kein Problem für mich sein, wenn ich es richtig sehe. Market wäre nicht schlecht. Ja, so sieht's gerade aus. Hier oben wäre ein natürlicher Choke Point, den kann ich versuchen zu erreichen. Also so sieht momentan unsere Festung aus. Finde ich eigentlich soweit ganz gut. Wir können hier überall, also wir haben halt hier in der Mitte diesen See, ja, und dann die Bäume. Wir kommen hier nicht dran vorbei, also wir müssen hier außen rumlaufen. Aber ansonsten können wir hier überall im Kreis alles gut erreichen. Also nicht so wie die letzte Runde, wo alles richtig schön gestackt war. Ist jetzt nicht der Fall. Sieht jetzt schon mal wesentlich besser aus. Ich habe jetzt hier natürlich um das Hauptgebäude einen Wohnkomplex. Ich habe hier unten nochmal einen Wohnkomplex gebaut. Ich denke mal, hier oben wird nochmal ein Wohnkomplex entstehen können. Wir haben hier außen überall Platz für Farmen, dass ihr da ein bisschen vorankommt, dass es ein bisschen besser wird. Hier unten haben wir noch Platz für eine Farm. Wir könnten hier unten noch eine Holzfällerlager aufbauen. Wir haben hier überall Eisensteine. Öl gibt's auch. Also soweit bin ich eigentlich ziemlich positiv hier noch. Wir könnten später versuchen, vielleicht noch das Öldepot zu holen. Aber das ist erst viel später. Weil ich will jetzt erstmal hier meine Ökonomie voranbringen. Also von dem, was ich habe, das ist eigentlich soweit alles super in Ordnung. Wollen wir das Ganze mal wieder starten. Ich bin jetzt gerade dabei, meine letzten Häuser alle aufzurüsten, die nicht aufgerüstet sind. Aber ich glaube, wenn ich es richtig sehe, die sind jetzt alle aufgerüstet, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt meine Armee nicht so sehr aufgespalten. Ich denke mal nicht, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall hier erstmal den Workshop für Steine. Also für Steingebäude. Soll das soweit aber hinhauen. Ja, hat nochmal ganz knapp gepasst. Jetzt wird es auf jeden Fall Zeit. Was haben wir denn hier? Vielleicht Steinhäuser ins Leben zu rufen. Dann können wir schon mal dafür sorgen, dass wir mehr Farm haben. Im ersten Bereich haben wir schon mal komplett in Steinhäusern aufgerüstet. Wir kriegen über 1000 Gold pro Runde. Oh. Ressourcen-Storage plus 100. Ja, das machen wir. Da sind wir nicht drauf so festgesetzt, dass wir irgendwas Besonderes bauen müssen die ganze Zeit. Dann haben wir die ganzen Ressourcen erstmal da. Ich denke, das ist besser. Ich hoffe, ich habe dazwischen genug Platz gelassen, dass sie da durchlaufen können. Das ist wichtig, dass man da wieder durchkommt. Ja, habe ich. Okay, perfekt. So, das scheint zu funktionieren. Wir haben die Ölplattform. Die können wir jetzt bauen. Wo ist sie? Da ist sie. So, Ölplattform. Mit den verbesserten Windanlagen, die ich jetzt hier habe, wird das jetzt erstmal meine Stromversorgung sichern. Oh, da läuft ein Soldat. Aber wir brauchen auf jeden Fall das Ingenieurscenter. Wir brauchen jetzt erstmal ein paar stärkere Einheiten. Jetzt kriegen wir endlich mal eine neue Einheit rein, eine Lucifer. Also ein Kerl mit einem Flammenwerfer.
also die freundliche Genossenschaft. Und ich denke mal, mit dem werden wir jetzt auch gut durch diese riesigen Massen durchbrennen können. Die Sniper kümmern sich um die Großen. Die Lucifer kümmern sich um die ganzen Kleinen. Die Soldaten sind halt dabei. Es gibt nur ein Problem mit den Luzifern, und zwar, sie können nicht durch Wände schießen, durch Wälle. Aber was mir auch gefallen ist, sie können irgendwie durch Tower schießen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder wieso auch immer, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Der große Vorteil ist halt, die haben extrem viel AOE, also die brennen da einfach die ganze Reihe durch. Und da brennt alles, alles. Manchmal habe ich das Gefühl, da brennen auch noch meine eigenen Einheiten, aber das ist ja, ne. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt eben gerade mal ein paar Radartürme gebaut, beziehungsweise erstmal Watchtower, ganz normale. Und, ja, ne? Ist ein bisschen voll um uns herum. Sag ich es mal so. So, Lucifer nach vorne. Weil, wie ich gesagt habe, die brennen halt alles weg und die brennen halt auch meine eigenen Einheiten weg, wenn die lustig sind. Und die sind lustig. Okay. So wird das Ganze gemacht. Locker, easy, flockig von der Hand hier. Tja, wenn ihr euch jemals gefragt habt, wie die Apokalypse aussieht, hier habt ihr es. Das ist alles voll mit Feinden. Komplett alles randvoll. Ach du Scheiße, guckt euch das mal alles an. Scheiße, ey. Wir sitzen hier die ganze schön in unserer kleinen, in einer schicken, gemütlichen Stadt. Alles sieht so schön aus, alles ist okay, gibt keine Probleme, keiner ist am Meckern, alles schön. Dann guckst du da draußen. Ja, hier stehen sie alle. So, dann weiten wir unseren Einfluss hier drauf aus. Okay, die kommen vom Norden. Okay, die können schlagen unten auf, definitiv. So, das war's schon. Wir müssen unbedingt mal hier ein bisschen die Infizierten etwas ausdünnen. Weil die verstärken auch immer die Angriffswellen. Da kommen ja dann immer noch welche nachgelaufen. So, erneuter Angriff. Das Haus haben sich nicht bewegt. Nur noch Nachzügler. Das sieht man aber auch erst später, ey, wie dämlich. Ich hätte den Bereich hier die ganze Zeit nutzen können. Von hier unten kann kein Gegner, weil da gar kein Gegner hin kann. Oh Mann, ey. So, das ist gerade hier die Situation. Also mittlerweile ist unsere Kolonie extrem gewachsen. Also nicht vom Ausmaß her, aber einfach nur von den Gebäuden, von der ganzen Masse und so weiter. Wir haben bald den nächsten Major, wenn ich es richtig sehe. Kolonisten 1200 müssen das, glaube ich, sein. Wir dünnen hier gerade überall die ein bisschen infected aus.
Damit es einfach nicht mehr so viele sind. Drei Thanatos, zwei Radartürme. Radartürme habe ich leider schon überall hingebaut. Also nehmen wir die Thanatos. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam hier in die Endphase. Ich habe am Anfang ziemlich viel übersprungen. 66 Tage. Kann sein, dass ich jetzt aber auch schon bald tot bin. Naja, werden wir dann sehen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Euer Isa ist raus. Ciao, ciao.